Hey, willkommen! Die große Sache mit Reshade. Ist es gefährlich? Sollte man es nutzen? Außerdem, als man fährt, was uns erwarten wird. Ja, es gibt schon wieder ein neues Pferd. Und zwar eine neue Version des American Paint Horse. Und so sieht es aus. Es hat sogar hier kleine geflochtene Zöpfe. Wie süß. Eine Überarbeitung also. Es soll am 8. September kommen und für 58 Starcoin zu kaufen sein. Die alten Paint Horses kosten zwischen 680 und 98 Starcoins. Also vielleicht lohnt sich das sogar, wenn du eins kaufen möchtest, auf das neue zu warten. Diese stehen übrigens bei Ferdinands Pferdemarkt, falls du sie suchst und das lieber kaufen möchtest. Besonders das Graue gefällt mir sehr gut. Die Sache mit Reshade. Ja, ich habe auch wunderschöne Bilder gesehen, mit denen man das Spiel ein komplett neues Aussehen verleihen kann. Aber viele scheinen ein bisschen verunsichert zu sein, ob man es nutzen darf oder nicht. Ist es gefährlich oder verliert man dadurch seinen Account? Wird man gesperrt? Daher will ich heute aufklären. In den Kommentaren finden meine offizielle Stellungen von Starstable dazu. Ja, man darf benutzen. Allerdings finde ich wichtig zu erwähnen, dass sie selber schreiben, dass das Programm sehr viele Probleme mit sich bringt. Und zwar verursacht das Programm sehr viele Probleme mit dem Launcher. Wenn das passiert, es irgendwelche Sachen gibt, die du nicht selber beheben kannst, können sie nicht garantieren, dass der Support dir helfen kann. Zum Beispiel, wenn du dich dann nicht mehr einloggen kannst. Und sie raten davon stark ab und dringend davon ab, dieses Programm zu benutzen. Wer weiß, was schon alles damit passiert ist, dass sie wirklich so davor waren. Also ich benutze es lieber auch nicht, denn ich bin nicht so technisch versiert, dass ich sagen kann, okay, wenn ein Problem erscheint, kann ich es selber lösen. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte, wenn der Launcher nicht mal richtig funktioniert und ständig abstürzen sollte und ich mich dadurch nicht mehr einloggen kann. Für diese Woche habe ich einen super Tipp zum Nachmachen und zwar eine sehr schwierige Herausforderung für dich. Du kannst sicherlich jede Sprungstrecke im Schlaf. Die sind mittlerweile so easy für dich und du suchst nur eine neue Herausforderung? Mach's doch wie Flower Rocket Family. Dazu lädst du hier erstmal eine Sprungbahn im Moorland und gehst dann zu Linda und fragst dann nach einer neuen Sprungbahn. Schon hast du zwei Stück auf einmal und sorgt für riesen Chaos. Es ist wirklich schwierig, denn es sind so viele Sprünge. Es ist wirklich nicht so einfach. Es macht aber sehr, sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp und ich wünsche dir viel Spaß, diese Herausforderung zu schaffen. Du warst sicherlich auch schon auf dem Trailride und vielleicht bist du auch schon dort Anne begegnet, die sagte, dass sie sich Summerflower aus dem Familienstall geholt hat. Summerflower? Mein Pferd? Anne, das geht nun wirklich nicht. Hast du dich mal gefragt, wohin diese Schafe hier verschwinden? Ich kann es dir zeigen. Sie gehen einfach ins Nichts und verschwinden wieder. Es war ja Tag der offenen Tür und alle waren hier beim Jovik-Stall. Aber es scheint wirklich niemandem aufgefallen zu sein, dass das Haus hier sich verändert hat. Es hat Streifen bekommen, die vorher nicht da waren und die wirklich deplatziert aussehen. Ich meine, woher kommen die und warum kleben die da plötzlich dran? Über das hier bin ich auch wirklich, wirklich überrascht. Hier weiß ich auch nicht wie. Aber Tatsache wurde Neil Hillcrest, das eigentlich sich hier befinden sollte, in Whitewoods entdeckt. Ja, auf der Karte im geschlossenen Teil. Das hat ein Mitglied des Clubs Star Tigers Generation gedeckt. Wirklich ungewöhnlich. Nee, ist bei mir nicht so. Oder ich entdecke das einfach nicht. Keine Ahnung, ob es ein zweites New Quest geben soll dort. Vielen, vielen Dank an den Club. Ist dir schon bei Passion was aufgefallen? Und zwar beim Gebiss? Es hat hier einen ganz kleinen Mini-Zahn. Wie süß, oder? Das hat Mira entdeckt. Wenn wir schon bei sehr ungewöhnlichen Dingen sind, schau dir das an. Die Bäume sehen aus wie aus Pappe. Und total platt? Ich weiß auch nicht, was mit Morlands Natur los ist. Es fehlen auch sämtliche Blätter. Dies hat für Lipa und J-Lag fotografiert. Vielen, vielen Dank dafür. Auch wurde von Hannah ein Pferd aus Dunder gesichtet, das bei den Rangern lebt. Es geht einfach so durch den Futtertrog, wo es ein solides Objekt ist. Ja, es scheint auch ein Feld von Ignoranz um sich zu haben. Ich weiß ja auch nicht, wie diese Laken hier produziert werden, aber diese haben zwei Farben. Hier sind sie weiß und auf der anderen Seite sind sie dunkelblau. Einfach magisch. Allerdings passiert das nur nachts. Am Tag sind sie normal. Vielen, vielen Dank an Osterei für diesen Tipp. Dieses Fernglas hier auf den Ausguck ist wirklich nützlich. Schau mal, wie nah man alles sieht. Da kann man mehr im Fotomodus sehen. Und nun ja, man kann sich damit auch selber sehen. Macht alles viel Sinn. Aber ich habe hier ein paar Bilder der Woche, die ich dir unbedingt zeigen muss. Was ist hier passiert? Der Reiter steht auf dem Kopf und man sieht nur die Glubschaugen. Vielen, vielen Dank an Miss Fast Hall. Hier gibt die Mira dann Maya eine Umarmung und ein Küsschen und muss merken, dass sie von einer Freundin beobachtet wird. Das gibt eine Blitzattacke vom Feinsten.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte es zum Lachen bringen. Wir sehen uns gerne nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Und gerne kannst du natürlich hier abonnieren, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.